Wer hätte es gedacht? Schachball 10:1 zum 2:2. Und ohne jede Angst, wie man ihn kennt, so durch, greift auch diesen Aufschlag an. Rinderer zu hektisch. Will jetzt das gleiche Rezept anwenden. Auch ein riskanter Return, den er aber nicht ganz so sicher kann. Auf die Aufschläge von Fedorov. Matchball für den Hildburgsteiner. Netzaufschlag. Daniel, aufgeben, zählt nicht. Schon klar. Okay. Hier mit all seiner Willenskraft in den fünften Satz zu rücken. Und das ganz ehrlich. Das glaube ich, finde ich mir an, habe ich bei dem Daniel durchaus schon öfter gesehen. Ein Spieler seiner Klasse bringt so einen Punkt normalerweise nach Hause. Aber natürlich war die Ballonverteidigung von Fürth so genial, so stark, so sicher und teilweise mit so viel Spin und dann auch wieder unangenehm platziert, dass dann doch irgendwann der Fehler kommt statt des sicher geglaubten Punktes. Und das scheint ihn dann doch etwas beeindruckt zu haben, den Daniel. Diese Return wirklich nicht mit der Konsequenz, die man bei dem Spielstand erwarten dürfte. Da zeigt er nochmal, dass er ihn steckt mit einem wahnsinnigen Reflex. Aber es reicht nicht. 3:1 gewinnt Fedorov. Thank you.